Ist kristalliner Diamantenkohlenstoff ähnlich zu vergleichen wie die Kohlenstoffkristalle im Erdenguh? Nein. Nein. Was ist der Unterschied? Also im Gu, das sind einatomig, also ein Atom dicke Flechtwerke aus Kohlenstoff. Ah, okay, ja. Und wenn ich halt die Nanotube, Carbon-Nanotubes habe, dann ist quasi so eine Folie zu einer Röhre gerollt. Und wenn ich sie nicht als Röhre habe, sondern als Plättchen, dann ist sie umzingelt von Hydroxidgruppen von beiden Seiten, also schwimmt in Wasser. Und die Wirkung kommt halt daraus. Die Wirkung bei den Röhrchen kommt überwiegend durch die Kapillareffekte im Inneren. Die haben Magie wegen der magischen Größe bei denen. Die ziehen das an, gell? Ja. Und der Elektromagnetismus von dieser Röhre ist faszinierend. Ich weiß nicht, was da passiert, aber die sind so feldaktiv, diese Dinge, ja, dass sie halt das machen, was das Gu macht. Im Diamant hast du Kohlenstoff, was im Grunde ein Quarzmuster, also die Quarzgeometrie noch bildet. Also die Kristalle wachsen ein bisschen anders, aber die Grundgeometrie-Muster ist ähnlich, nur dass du halt nicht Silizium und Sauerstoff hast als Feldkomponenten oder als Gitterkomponenten, sondern alles ist Kohlenstoff. Aber die Kohlenstoffe sind immer in dieser Tetraederposition miteinander verbunden. Und das ist die dichtestmögliche Verbindung zwischen Kohlenstoff und als Kristall stabil ist. Deswegen das relativ hohe Gewicht vom Diamant spezifisch und halt die unglaubliche Härte. Unglaubliche Härte. Ja, wenn Ja. du so einen Rohdiamanten der Hand hältst, so einen kleinen, er ist richtig schwer in der Hand. Er kommt dir einfach fünfmal so schwer vor. Ich war echt überrascht. Aber es gibt noch einen Stein, Londstalit. Kennst du das? Das sind so weiße Kugeln, die sind noch härter als Diamant. Bis zu 50% härter. Die habe ich auch mitverganzt. Synthetische dann natürlich. Die sind natürlich, das sind von Zwergenplaneten, die irgendwann mal im Weltall zerstört wurden und hier angekommen sind und was bei sich hatten, was dann hier weitergewachsen ist und so weiße Kugeln ausbildet. Sieht total krass aus. Londstalit. Ja. Mal gucken. Ja. LON. LON Genau. Stalit. Oh, ja. Es gibt auch noch Wurzit-Bornetrit, das ist auch härter als Diamant anscheinend. Das wächst auch hier auf der Erde. Oh. Skylog Spektrum, gibt es das Mineral Longstalit überhaupt? Okay. Natürlich gibt es das, wenn du das verganzt hast. Die Kugel, wenn du sie in der Hand hältst, da ist die Kühle des Universums drauf. Kein Scheiß, Harald. Habe ich noch nie gefühlt bei keinem Stein. Ganz besonders. Also nicht synthetisch hergestellt, niemals. So Nicht. weiße Kugeln. Genau.
Die Kugelform ist natürlich. Anscheinend natürlich, ja. Sie wachsen so. In so Hälften, das sieht schon fast außerirdisch aus. Also, ja, sie sind ja auch anscheinend außerirdisch. Ne? Krass, so schön. Und hier haben auch hexagonale Kohlenstoffkristallanreicherung. Diamant ist kubisch. Okay. Und Lonsdaleit hexagonal. Ja, der, von dem ich sie habe, hat auch ein Video extra gezeigt mit so einem Mooshärtegerät. Die Härte war über 12 oder 11. Diamant hat 10. Was? Absolut. Und dann gibt es eben noch Wurzit-Bornetrit. Das ist anscheinend auch härter als Diamant. Aber die sind synthetisch. Nee, das gibt es auch auf der Erde, aber ich glaube nur selten. Ich habe gedacht, ich habe es gekauft, aber es war normaler Wurzit. Der Bornetrit ist eine Verschmelzung zwischen was anderem noch. Entsteht, glaube ich, auch bei Vulkanausbrüchen. Ja, krasses Zeug. Oh. 40 Gramm, 49.338 Euro. Okay, so weit konnte ich nicht forschen. Du hast ein besseres Internet-Suchgerät als ich. Nee, ich gucke einfach mal, ob man das Lonsdaleit irgendwo das meinst du? Kaufen kann. Nicht schlecht. 40, ja. 50 Riesen für einen kleinen Brocken. Wo hast du deinen her? Ich habe es vom Esti bekommen. Ja, da bin ich auch. Ah, okay, der es vor Ost verkauft hat, hat auch gesagt, dass ein Gramm 8.000 Dollar kostet, aber sie irgendwie das nicht so teuer verkaufen wollen, dass jeder das haben kann. Und wir haben es für 100 Euro drei so ganz kleine Kugeln bekommen. Also es war das Überschnäppchen. Und es ist auf jeden Fall nicht chemisch hergestellt. Das würde man sofort, da würde keine Energie rauskommen. Nicht in diesem Stil, ne. Riesen für 40 Gramm. Ja, ist Eine der Haushälfte. Preis. Eine Haushälfte, gell? Gerade versteigert aus der Türkei ein Pfund, so ein Cluster von Kugeln. Da ist nur noch einer übrig. Schön. Ja. Gefällt mir. Komm mal rum, um es in der Hand zu halten, wenn du noch hast. Okay. Ja, bei dem Ganzen ist auch diesmal speziell, wenn du dich richtig drauf fixierst, fühlst du drei Anbindungen gleichzeitig in der Mitte des Kopfes, komplett von der Stirn weg, genau in der Mitte, Herz und unterm Bauchnabel. Muss man noch ein paar Mal rantesten, dann fühlt man es. Da ist nichts Außerirdisches mehr drin. Das ist rein das, was wir eigentlich sind. Jetzt bin ich gerade verunsichert, weil ich gesagt habe, der Diamant ist genauso wie das SiO2 geformt. Und jetzt bin ich unsicher, weil da steht kubisch. Ich war aber auch beim Diamant auf Hexagonal, wo du es gerade sagst, David, warte, ich schaue jetzt auch gerade mal nach. Dann war das. Ja, Lehrstunde, herrlich. nein, okay, das heißt nur kubisch, es ist hexagonal. Eben. Ähm,
Wenn du halt auf die Spitze vom Kubus guckst, Ja. dann hast du ja die Ja, das stimmt. hexagonale Form. Das stimmt, ja. B3. Genau. Und vier SP3-Hybridorbitale tetraedisch bauen die Achsen auf. Ja, das ist wie beim Silizium. Tetraedisch, genau. Oder? Moment, nee. Vier. Tetraedisch. Nee, der Quarz ist ja. Gott, ich kann das gerade nicht visualisieren. SiO2. Ja, das sind wie so tetraedrische Plättchen, die übereinander liegen, glaube ich, die dann eben so zusammengedrückt werden. Ja. Ja. Lass mich kurz eine Referenz und sprechen, wer es genau wissen möchte, konsultiere bitte einen Kristallographen. Genau. Ist so lange her bei mir. Ja, ist jetzt auch direkt Nein. vom Video. In der Röhre Okay. anders. Guter Rat. Nächste Frage. Yes. Urknall ohne axiomatisches Richten nach Harald Kautz. Ohne was? Ohne axiomatisches Richten, also Axiome, ohne diese Vorgabe. Also Axiomatisches Richten, doch, das sagt man so. ich halte nichts vom Urknall. Okay. Also, dann werde ich den jetzt axiomatisch hinrichten, wenn das recht ist. Hinrichten. Okay. Also, was wir wissen aus der Elektrodynamik ist, dass es Wellen gibt, die in der Zeit vorwärts laufen und Wellen gibt, die in der Zeit rückwärts laufen. Und dass jedes Ereignis im fraktalen Jetzt in die Vergangenheit fließt und in die Zukunft fließt und die Vergangenheit verändert und die Zukunft verändert. Und dann die veränderte Vergangenheit und die veränderte Zukunft die Wellen zurückschickt und dann mein Jetzt wieder verändert. Ja, das heißt, ich habe diese beiden Zeitbegriffe, die Raumzeitzeit, die sich über Lichtgeschwindigkeit und Bewegung definiert, und dann eine abstrakte Idee von Abständen kreiert, also den Raum schöpft im Grunde. Das ist die eine Zeitqualität. Und dann habe ich die fraktale Zeitqualität, die rekursive Zeitqualität, wo immer wieder ein neues Jetzt entsteht aus dem Echo aus Zukunft und Vergangenheit. So, Lustig. das ist Fakt, wenn ich ein bisschen was von Skalarphysik verstehe. Das erkennst du auch im Kristallgitter. Ich habe ein Atom, das macht, was auch immer es auf Quantenebene macht. Und dann schickt es eine Welle zum Nachbaratom und eine andere Welle zum anderen Nachbaratom. Die kommen beide in der Zukunft an, im Strahlen zurück und bestätigen quasi den Ist-Zustand in der gleichen Form wie im letzten Jetzt. Und deswegen ist der Kristall als Form stabil. Verstehe, was du meinst. Na? Also, da kann man ganz viel verstehen den beiden Wellen, die zeitlich vorwärts und zeitlich rückwärts laufen. Und so konstituiert sich die fraktale Zeit, die rekursive Zeit, als das, was wir erleben. Und dann haben wir im konzeptionellen Raum halt eine Vorstellung von Zukunft und Vergangenheit. Die ist komplett delusionär. Verstehe. Ja, weil es ist einfach. Ich habe zwei völlig unterschiedliche Zeitbegriffe, die Einsteinsche Zeit, Raumzeit, Zeit und die fraktale, rekursive Zeit, und ich projiziere die übereinander und erwarte, dass das eine dasselbe ist. Deswegen lande ich auch in der Vorstellung in einem 3D und nicht in einem 4D. Weil in dem Moment, wo ich merke, dass es nicht dasselbe ist und anerkennen muss, sich verschiedene Zukünfte und verschiedene Vergangenheiten in einer komplexeren Struktur habe,
Das geht nur in einem 4D und wir wissen ja, wir sind eigentlich in einem 4D und projizieren nur in einem 3D-Raum. Was wiederum die Art der Wahrnehmung und der Perspektivierung bedingt, was Leben als Erlebtes möglich macht. Das ist ein bisschen wirr gesprochen, aber es ist eigentlich nur präzise. Und jetzt Ach, gut erklärt. Sehr gut. Zu deiner Frage, wenn etwas von jedem Zeitpunkt aus vorwärts und rückwärts läuft in der Zeit, wo bitte ist ein Urknall? Verstehe, was du Ja, meinst. wenn da überhaupt einer wäre, dann wäre er immer präzise in der Mitte der Zeit. Ja, also in der Mitte der Einsteinschen Raumzeitzeit. Also da könnte ich jetzt ein urknallartiges Ereignis postulieren. Aber dann kann ich auch sagen, warum bitte nur eins? Denn es ist ja jede Geburt ein Urknall, ne? Sozusagen. Warum kann ich dann nicht ständig von außerhalb des 4D eingreifen und sagen, an jeder beliebigen Stelle des Zeitstrahls mache ich Fingerschnipp und lasse ein schöpferisches Ereignis einfließen und verändere damit die Zukunft und verändere die Vergangenheit. Und damit wird jeder Augenblick potenziell schöpferisch. Dann habe ich eine wunderschöne Erklärung für den freien Willen. Ja, also, ne, dann darf der Determinismus der rein materiellen Interaktion bestehen. Und ich habe dann aber aus dem höherdimensional Geistigen immer die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt schöpferisch einzugreifen und meinen eigenen kleinen Miniatururknall passieren zu lassen, indem ich eine Entscheidung anders treffe, Das stimmt, ja. als das stumpfe Hin und Her der Neuronen Stammhirn das gerne getan hätten, sondern halt aus diesem komplexen, höherdimensionalen Herzbewusstsein heraus. Und dann habe ich auch gleich erklärt, was Schöpfung ist und Schöpfung passiert. Und dass wir alle Schöpfer sind. So, damit ist die Nummer wieder rund. Ja, also wenn überhaupt Urknall, dann bitte in der Mitte der Zeit, aber dann müssen sie eine Menge erklären. Und das wollen sie nicht, also kämen sie nicht auf die Idee. Und vielleicht muss ich dem Song mal zu einem späten Erfolg verhelfen. Ich wollte mich irgendwann, ich hab immer einen Block drauf gehabt, auf der Art, das zu sehen. Es ist immer halt die Klappe, wird nur missbraucht, das ich sagen. Darfst du nicht teilen. Und dann war ich über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre eingekerkert mit diesem relativ simplen Verständnis. Und irgendwann kam die Freigabe und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich mal reden mit irgendwem, der vom Fach ist. Und die haben mich alle wie ein Kehrlappen irgendwie behandelt. Das war so elend. Glaube ich dann. Entweder gar nicht kommuniziert oder auch hochmütig abgecancelt oder dann war ich sauer und dann hatte ich einen Rapper zu Besuch, den Nice Cure. Und dann rutschte mir so raus, I think it's about time to battle the signs. Auf Deutsch, Harald, ich bin doch so schlecht in Englisch. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Wissenschaft zu battlen. Also im Sinne von einem Rap-Battle. Ah, okay. Und dann merkte ich, ups, das ist die erste Zeile von einem Song. Und ich sagte, du hattest mich ziemlich mal kurz zurück. Da habe ich meine ganze Wut, meinen ganzen über diese Physiker einen Songtext reingelegt. Dann stand Hartem hinter mir und meinte, oh du, ich glaube, ich habe da einen Beat, der da gut zu passen würde. Dann haben wir für 50 Euros einen Beat gekauft, so einen vorfabrizierten mit ohne Text. Und dann hat er mir das Ding eingesungen. Das gibt es jetzt auf Deutsch und auf Ich kenne es sogar. Englisch. Du kennst das, aber vielleicht kennt es nicht jeder. Anhand der Downloadzahlen kennt es ganz bestimmt nicht jeder. Verstehe. Und das heißt, vom Ripple zur Quelle auf Deutsch. From Ripple to Source von Nice Q. NEISS. Ich glaube, die
Videoversion gibt es nicht frei online, aber die reine Musikversion gibt es online. Und da dachte ich, ich ziehe einfach mal blank und erkläre den Leuten die Physik in den Webseiten. Ja, eine Ebene, wo dir keiner ans Bein pissen kann, ne? Ach, darum geht es mir nicht. Die können pissen, so weit und so lange sie wollen. Mir ging es um das Missbrauchspotenzial. Verstehe, verstehe. Wenn du verstehst, wie es funktioniert, ist andere Technik möglich. Und seit wann ist Technik zum Guten verwendet worden? Noch nie. Noch nie, ne? Selten. Doch, meine drehenden Plasmakugeln zu Hause. Das ist keine Technik. Ja, sie werden mit Strom betrieben. Ja, dass sie sich drehen, aber dass sie sich drehen lassen, ist relativ harmlos. Das schon, ja. Ja. Das stimmt, Harald. Zu dem, was du vorher gesagt hast, habe ich noch in deinem Chat vor 2 Tagen eine Sprachnachricht hinterlassen, wo ich genau das so ausgesprochen habe, bloß halt nicht ganz so wissenschaftlich wie du, bloß mit einfachen Worten. Sehr lustig. Ich spreche genau das an. Aus der Tiefe, aus dem Herzen. Wenn man es verstanden hat, hat man es verstanden. Ja. Das Aber halt. es ist auch einfach zu fühlen, dass es so ist. Also Ganz genau. ich weiß nicht, wie die Leute ticken, dass sie das nicht sehen. Ja, das ist halt, ja. Ja, mit dem Kopf brauchst du halt nicht rangehen, ne? Das muss Nee, das, schon. da steht man im Nebel, ja. Ja, eben. Protuberanzen, oder? Ja. Eben. Ja, super erklärt, Harald. Auf das wollte ich auch hinaus. Hast du genau richtig getroffen wieder. Supi. Frage beantwortet? Frage beantwortet. Sehr gut.